Und damit sage ich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Und wir hatten ja das letzte Mal diesen Datenpunkt gelesen. Und auch versprochen, dass wir das so lassen. Und jetzt machen wir weiter. Hier liegt schon wieder was. Du hast einen Zahnstocher gefunden, ernsthaft. Schweinchen! So, wo ist denn unsere Quest? Kein Mensch will mit diesen Hütern des Jagdportals reden. Jetzt ist sie wieder weg. So, jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Ganz da hoch. Okay. Und die andere kann man immer noch nicht abbrechen, ne? Diese Jägerscheiße. Doch, vielleicht über den Questlog. Warte mal. Aufträge, Vorratspässe. Genau, kann man das irgendwie inaktivieren? Irgendwie sind die geil auf diese Protokolle. Ich verstehe es auch nicht. Naja, ist egal. Okay, dann gehen wir jetzt zur Hauptquest. Das ist die da. Nimm. Wir brauchen wieder was zu heilen. Jetzt wollen wir nach da. Jetzt wieder nach da. Also, ich werde mal einig. Ja, diese Queststränge gehen immer den Weg lang. Ich weiß nicht, ob man das nicht anders programmieren kann oder woran das liegt, aber... irgendwie... coole Atmosphäre. Schau mal den Himmel. Oh, das haben wir noch nie gemacht. Guck mal. Wow. Cool. Sollte man mal machen, öfter mal in den Himmel schauen. Da ist ein rotes Blübchen. Das brauche ich später noch. Ja, das brauchst du nicht nur später noch, das brauchst du gleich noch. Ja, wir müssen heilen, ich weiß. Aber erstmal ist nichts zum Heilen da. Alter, mit Feuerpfeil auf Karnickel. Aber es ging jetzt nicht anders. Das ist doch gleich gebratenes Fleisch. Naja. So, fettes Fleisch. Fettes Karnickel, fettes Fleisch. Was haben wir denn da hinten? Ich werde es nie lernen. So, was haben wir denn da hinten? Graser. Ja, Graser sind mir eigentlich wurscht. Die grasen ja nur. Aber wir müssen da hinten lang, also müssen wir die ein bisschen umgehen. Weil wenn man die Graser ein bisschen umgeht, dann lassen die einen eigentlich gewähren. Ohne jetzt wirklich anzugreifen. Na komm, Schweini. Was? Ja, eins reicht doch. Reichhaltiges Fleisch. Hopp, raus hier. Ernsthaft? Geradeaus? Das ist ein Wächter. Komm, ich überbrücke dich doch so gerne. Zack! Komm mal, ein bisschen Action. Lol. Der ist voll auf Aggro.
Da hoch muss ich. Okay. Was macht der da unten? Schau dir das an. Der Wächter macht Action. Wie lange bleibt denn der? Wir haben ja extra geskillt, dass die lange überbrückt bleiben. Ist das sogar gut, dass wir es gemacht haben. Guck mal da. Jetzt sind sie beide blatt. Cool. Also überbrücken ist schon der richtige Weg. So, hier hoch müssen wir. Hast du auch Glück gehabt, mein Freund. Man kann ja auch die Treppen nehmen, aber warum? Ich sollte meine Waffen hier nicht benutzen. Was? Das wäre geschummelt. Wie geschummelt? Ich will keine Jägerprüfung machen. Ich muss da runter. Sehr gut, Eloy. Jetzt machen wir das Ganze mal mit Seil. Ich muss nur hier durch, alles andere ist gut. Oh, guck mal, da ist schon wieder einer. Ne, dich wollte ich eigentlich gar nicht, naja. Nur nicht übermütig werden. Hier muss ich gar nicht hin, ich muss runter. Dich könnten wir rufen. Ich finde die immer erschrecken, ist geil. So, hä? Ich mag's, die zu überbrücken. Da kann man ja mal kleinen Überbrückungsfehler. Und Action. Viel Spaß. Komm, lauf Amok. Na komm, 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 guck ihn dir an, das ist dein Feind. Und fight! So geil. Du bist der Beste der Welt. Vielen Dank. Ob der weiß, dass er seine eigene Spezies killt? Ja, mach dir mal. Ich geh dabei schwimmen. So, da ist unser Feuer. Und weiter geht's. Ciao. Dabei habe ich mich gar nicht erst so an diese Überbrücken rangewagt, weil ich mir gedacht habe, es geht schief. Häschen. So ein Glück. Ich könnte noch ein bisschen was von dieser roten Pflanze gebrauchen. Hier lang. Okay. Ich würde was trampeln, das habe ich schon wieder Sägezahn. Aber auch Sägezähne können wir jetzt überbrücken. Finde ich gut. Da ist, glaube ich, schon einer. Komm, mein Freund. Ich kann dich brücken. Sehr schön. Komm her. Oh, da fällt sogar ein Teil ab von ihm. So, jetzt sind wir Freunde. Ja, mir tust du nichts. Wir sind Freunde.
Weiß nicht, ob du hier noch Geschwister hast, aber... Ja, ein paar Graser, die werden jetzt wieder dran glauben müssen. Ja, macht ihr das mal unter euch aus. Läuft da kein Amok? Nö, der läuft da hinten lang. Oh! Rotes Licht bedeutet Ärger. Hahaha, da musst du früher aufstehen, mein Freund. So. Tschö. Und raus. Raus. Na, Eloy. Okay, sie ziehen ab. Ist ja einfach. Wir haben sie auch überbrückt. Auf dem Weg zurück. Und da lang geht's. Was haben wir denn hier fallen? Das hat aber schon wieder Wächter. Schön leise jetzt. Ach, alles gut, das ist nur ein Wächter. Schau mal da. Machen wir ein bisschen Platzwächter rein. Wie geil! Ja, bring sie weg. Zieh die weg! Sehr gut. Danke fürs Platz machen. Ja, das macht ihr schön unter euch aus. Wie geil. So. Wir müssen da lang. Ja, ja, ihr macht das schon. Ihr seid ja neue Freunde. Da hinten ist wieder Graser. Das macht uns alles schon nichts mehr aus. Das ist das Geniale an der Sache. Ach, was interessiert mich Graser? Oh, was eine schöne Landschaft. Da sind schon wieder Graser. Oder? Läufer. Kann ich die eigentlich brücken? Werden wir gleich sehen. Oder kann ich die nur killen? Aber die Läufer sind auch sehr, sehr groß, muss man sagen. Blind sind sie auch noch. Und taub auch noch. Ich meine taub eigentlich. Holla, was ist das denn? Dich kann ich glaube ich noch nicht brücken. Oder? Doch. Machst ein bisschen Action? Und die kann man nur besteigen. Ja, will ich aber jetzt nicht, weil... Wir sind ja eh gleich da. Es regnet. Das bedeutet Tauwetter. So, kleine Sekunde. Ich muss mal ganz kurz was gucken, weil ich habe nämlich komplett die Zeit verpennt. Ich muss mal schauen, ob es schon wieder soweit ist. 18. Nö. Haben wir noch ein bisschen. So, das heißt... Ja, ein bisschen machen wir noch. Es macht ja auch Spaß, also Gottes Willen, ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht. Darf ich hier rein, ohne dass sie mir wehtut? Erinnere dich an die, die wir verloren haben. Wir haben ja nicht verloren. Manches ist für uns nicht greifbar. Ich werde es mir merken. Ja, man merkt dir das.
Na, Freunde? Sind wir denn wenigstens Freunde? Ciao. Speicherfeuer? Und wir latschen weiter. Haben wir eigentlich Fertigkeitspunkte? Ich sehe gerade, wir sind schon Level 16. Fertigkeiten 3. Hm, okay, dann können wir ja mal gucken, was wir hier haben. Verlängert die Überbrückung von Maschinen auf unbegrenzte Zeit. Das ist ja mal geil. Das nehme ich sofort. Unbegrenzte Zeit, das ist ja richtig geil. Obwohl die jetzt schon lang ist, aber da können wir ja, aber da können wir ja alles machen mit. Sehr gut. Es tut mir leid, ich brauche auch ein bisschen Fleisch, mein Freund. So, können wir jetzt schon wieder ein Upgrade machen? Herstellen. Tragekapazität, Waffen. Kaninchen. Outfit interessiert mich, Rohstoff. Erreicht. Da können wir machen. Jawohl, ja. Fuchsknochen. Auch gut. Haben wir ja gerade erledigt. Also Fuchs und Kaninchen brauchen wir. Alles klar. Müssen wir echt über den Berg? Ja, wir sind über den Berg. Jägersiedlung. Ich hasse es. Irgendwie verfolgt mich das. Was ist denn da auf dem Berg? Was? Ach, ein Wächter. Was macht der denn da oben? Ist der doof? Naja, gut. Soll nicht mein Problem sein. Wir können ja seinen Freund überbrücken. Ich wollte gerade sagen, killig machen. Na komm. Dann kannst du hier mal ein bisschen aufräumen. Auf unbegrenzte Zeit. Das heißt, du kannst einiges hier killen. Komm her, mein Freund. Jawohl, ja. So, auf in den Kampf, mein Freund. The stage is yours. Ey, ich bin dein Freund. Ich will nicht steigen. Geh mal deine Freunde kaputt machen. Ja, das interessiert die aber nicht, weil die... Was hast du denn? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Man muss sich Spaß angucken? Eigentlich schon, oder? Alter, wo kommst du denn her? Sowas habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt will ich es aber sehen. Ob mein Wächter die alles kaputt gemacht hat. Der ist festgebackt. Komm her, ich erlöse dich. Was? So, jetzt ist Ruhe. Hab ich dich. Ja, der würde mir eh nichts machen, weil er mein Freund ist. Der ist selbst jetzt noch mein Freund. Wenn er funkt. Na komm. Jetzt nicht mehr. Kurz vorm Tod hat er noch mal eingesehen, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Respekt. Oh, wie friedlich alles ist so ohne Maschinen. Halt! Was? Häschen, hast du ein Glück. Naja, der nächste Hase kommt bestimmt. Da ist er doch. Hast du ein Glück? Mehr Glück als Verstand, der Hase. Dann soll es auch so sein. Schweinischweinchen, aber ich brauche nicht Schweinischweinchen, ich brauche Blümchen.
Was haben wir denn da schon wieder für Freunde? Ach, das ist nur Gras. Da hinten ist ein Wächter, aber der ist am Ende der Rollbahn. Man wird mutiger. Wir müssen da lang. Wo jetzt? Da lang? Ja gut. Weißt du irgendwann mal, was du willst? Warte mal. Doch, wir müssen da hoch. Wir sind falsch gelaufen. Wir brauchen den Wächter gar nicht. Wir müssen so einen Zickzack hier hoch. Na, jetzt passt es wieder ungefähr. Oh, hier wolltest du mich hinhaben. Komm jetzt bitte nicht mit irgendeiner Jägergilde, dann flipp ich aus. So. Heißt. Das sieht nämlich arg nach Jägergilde aus. Ach nein. Oder? Natürlich, ich will nicht zu dir. Bist du doof? Ich habe das doch gar nicht markiert. Nein, 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 Freunde. Ich wollte doch viel höher. Verdorbene Zone 15. Dann gehen wir hier hin. Ich weigere mich strikt zu jagen für Sachen, die ich nicht jagen kann. So, tschüss. Vor allem bei dem Jagen bist du ja auch nicht frei. Da kannst du... Hey, die Jagd verfolgt mich hier irgendwie. Kann das sein? Oh, da ist eine Quest. Ich komme. Solange du mich nicht jagen schickst. Wenn ich deine Freunde suche. Also zahle oder geh. Aber ohne diese Sprengfalle werden sie in Stücke gerissen. Deine Freunde sind in Gefahr? Mitarbeiter, nicht Freunde. Eine Handelskarawane auf dem Weg zu den Banuk und der ganze Weg wimmelt von Maschinen. Ich habe sie mit genügend Sprengpfeilen versorgt. Bei der Sonne, sie ließen sie zurück. Wimmelt von Maschinen? Erstmal fragen. Was für Maschinen lauern denn auf dem Weg? Plünderer und Langbeine, soweit ich weiß. Und ich hörte von etwas viel Schlimmerem. Etwas, das gnadenlos zuschlägt. Ohne Sprengpfeile haben sie vermutlich keine Chance. Warum ließen sie die beste Munition zurück? Ich weiß es nicht. Masavid, der Karawanenführer, macht eigentlich keine Fehler. Ich wollte ihnen die Kiste hierher bringen und kam gerade noch über die Grenze, bevor sie die Tore schlossen. Aber ihnen weiter in die Wildnis zu folgen, wäre Selbstmord. Besonders wegen dieser ganzen verdorbenen Maschinen. Mhm. Wenn ich die Karawane sehe, werde ich für sie tun, was ich kann. Tja... Das ist schon mal mehr, als mir dieser wertlose Abschaum hier angeboten hat. Hier, das ist meine Munition für die Karawane. Du wirst sie brauchen. Und die Sonne leuchtet für dich. Munition. So, ich muss mal gucken, wo wir denn hin müssen, wo diese Karawanen-Quest ist. Da hinten. Ernsthaft, ist sie das? Ne, das ist die Suche vor den Toren. Wo ist jetzt die Karawanenquest, die er mir gerade gegeben hat? Da unten?
Da ist er. Ja, dann machen wir die erstmal. Gut. Machen wir. Gerne, was rennt denn da unten noch mit einem Punkt rum? Ja, ist ja gut. Ah, das ist ein Feuer zum Speichern. Entschuldigung. Hier war da irgendwo ein Feuer. Ne, natürlich nicht. Ey, Frieden. Kann ich mich dazwischen stellen? Ne, der schiebt mich raus. Da ist das Feuer. Geh doch mal weg. Wenn ihr euch unbedingt kloppen wollt, macht das ruhig, aber lasst mich da raus. So. Geh mal weg, Opa. Wir bringen mal die Pfeile runter. Ich finde das geil, dass ich diese Jägerquest nicht abbrechen kann. Es steht immer. Es regnet in Strömen. Ach doch. Kann man. Ist schon weg. Ich weiß, dass es in Strömen regnet. Was soll ich machen? Soll ich den Schirm bauen? Die Maschinen werden ja auch nass. Läufer. Und Blümchen. Warum macht die Lampe aus? Ich hole ich mir. So, eine Runde Spaß. Auf dem Rückweg nehmen wir dann die Einzelteile mit. Ciao. Aber das Wetter ist so diesig, da sieht man überhaupt nichts. Ich könnte jetzt hier in die Tiere reinrennen. Ernsthaft, du schickst die Tour über die Berge? Dann machen wir das. Blümchen! Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Jetzt zum Beispiel zum Heilen. Das ist so ein bisschen Wandersimulator, aber das ist eigentlich völlig Hupe. Weil es macht echt Spaß, da lang zu laufen. Wenn ich jetzt DayZ damit vergleiche, wo man auch die ganze Zeit am Laufen ist. Keine Chance. Sehr getan, ne? Sägezahn oder nicht Sägezahn? Ich lass mich mal ins Gebüsch gehen. Das ist ein Graser, das habe ich gesehen. Aber da oben ist ein Sägezahn, oder? Lanzenhorn. Okay. Oh, du bist ein Sägezahn. Ja! Na komm mal her, mein Pippi. Sägezähnchen? Ah, dich will ich nicht. Geh weg. Oh Gott. Jetzt muss ich den Falschen überbrücken. Oder kaputt hauen. Okay, ciao. Ja, komm, Sägezähnchen. Gehst du nicht in meine Richtung? Kommt er nicht hier lang? Na komm, Sägezähnchen. Ja, komm zu mir. Also
Es wollte jetzt keiner, dass du Amok läufst, aber. Ich glaube, der sieht gerade rot, aber okay. Wie, ich kann nicht rufen? Dann halt nicht. Da lassen wir Spuren? Nö. Da kann ich mein Sägezähnchen rufen, oder? Ja, hier läuft er doch lang. Jetzt kommt er. Siehst mich nicht, du siehst mich nicht und ich überbrücke dich. Hey! So, mit unserem Freund Sägezahn hier verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Tag. Lasst ein bisschen Liebe da, Kommentaren, Sägezahn, was auch immer. Bis zur nächsten Folge. Ich sag ciao und haut da rein. Da oben ist ein Blümchen. Das hol ich mir. So.